So, Tag, ihr Nasenkern, und herzlich willkommen zur Fahrt Nummer 2. Ich begrüße die Kollegen vom TS. Hi! Hallo! Gegenverkehr! Hallo. Ja, wir fahren jetzt hier nur mit 40, weil da vorne jetzt dann der Stau anfängt und wir nicht. Oder warte mal, wir können jetzt eigentlich wieder ein wenig erhöhen, weil jetzt Käse fänglich kann. Ne? So, und falls ihr euch wundert, dass wir im letzten Part ein bisschen wenig erzählt haben, lag einfach daran, ihr habt es gesehen, wir sind Landstraße gefahren, es ist extrem viel Verkehr und müssen uns halt konzentrieren, damit wir auch heil da ankommen. Wieder zwei Gegenverkehr, die sind ein bisschen schneller. Dann noch einer dahinter, ein ziemliches Tempo drauf. Wir sind doch gar nicht mal in Duisburg, noch nicht mal. Ja, wir sind auf dem besten Weg dahin. Ja. Okay, erhöhen wir mal auf 60. Wenn dann der Stau kommt, dann müssen wir noch ein Stück weg von den Stau. Wenn der da noch ist, der Stau. Wenn, na, bis jetzt ist er noch. Na, wo seht ihr das? Das kann ich erahnen, weil wenn ich überlege, was da alles runterkommt. Kleckerweise. In beide Richtungen oder nur in eine? Beidseitig bis zur Autobahn. Gott. Und auf der Autobahn stehen sie auch. Gegenverkehr. Nee, ganz sehr Armada. Schnell. Dahinter ein PKW, auch extrem schnell. Ja, da kommen noch ein paar. Dann kommt noch einer. Ja, super, fährt erstmal richtig in mich rein, Alter. Oh. Oh, der ist aber weggeflogen. So, da kommt noch einer, aber der ist langsam, der ist vorsichtig. Der hat Motorfehlversagen gehabt. Ich warte dann darauf, wenn dann wirklich das dann so schlimm ist, dass da oben zu ist, da oben, dann werden die bestimmt, das dauert nicht lange, dann machen wir den Server wieder dicht. Ist das schon mal passiert? Ja. Ja, gestern Abend haben sie den Server dicht gemacht, weil da standen die bei der Autobahn auch schon mindestens, keine Ahnung, sag mal, locker, sagen wir, 1 Kilometer oder so. Also wir standen schon richtig weit bis zur Kurve hoch. Achtung, sehr schneller PKW! Ja, kein Problem. Weil hier, das schreiben sie ja immer noch hier. Hey, das ist mein Lieblingsadmin. Achtung, da steckt einer seitlich drin. Ja, er hat's ihn entschärft. Will da wieder drauf fahren, oder? Vorsicht, der Pan-LKW. Das ist nicht klar, ob er noch auf die Straße will. Oh ja, muss. Achtung, es kommt einer von hinten. Oh nee, oder? Das ist sie. Ach so. Die will überholen. Na dann komm, fahr vorbei. Ich mach langsamer. Fahr vorbei, Diana. Fahr vorbei. So, super. Ja, der ist gerade ein bisschen zu langweilig. Ich merke das schon. Wo können wir halt? Na, ich hab langsamer gemacht, dass sie vorbei kann. Ja. So, habe jetzt ein Tempomat drin bei 65. Okay. Und da hängt ihr beide mich da vorne noch ab. Andreas, hält den Verkehr auf. Ich könnte ja ein Tempomat drin reinmachen und dann. Gegenverkehr, zwei LKWs. Aber umsichtig. Dahinter noch einer, aber auch vorsichtig. Da kommt mal die ganze Armada von vorne. Achtung, LKW auf linker Fahrspur! Andreas! Achtung. Ja, ich hab ja gesagt, ich musste ausweichen, da kam volle Kanne links. Ja, fahr. Achso. Weil das wäre ich frontal in den reingekracht. Fahr du mal, kommst du vorbei, Marcel? Fahr du mal, ich muss rückwärts raus, aber. Ja, warte. Warte, stopp, ich hab mich rausgelöst. Ja, der kommt vorbei. Ich kann auch nochmal warten hinter uns. Nee. Naja, guck mal, wenn die voll auf deiner Gegenspur fahren, was willst du machen? Wir haben ja den ganzen Verkehr aufgehalten. Wisst ihr, was wir für eine riesen Reihe hinter uns haben? Das ist mir ja. Vor allem, dass die alle überholen müssen jetzt, wenn hier ein Stau ist. So, ich bin jetzt sehr weit abgeschlagen. Wir haben eine riesen Schlange an Fahrzeugen hinter uns. Fahren wir nochmal seitlich ran. Ja, weil hier kommt. Nee, also der Marcel ist vorbei, danach ist noch ein türkischer Fahrer vorbeigefahren und jetzt bin ich wieder auf der Bahn. Die haben auf mich gewartet hinter mir. Scheiße. Nee, da sind mir welche entgegengekommen. Und. Oh, ey. Ach, hier ist er 80 jetzt auf der Strecke, okay. Andreas, hinter der Kurve stehen, wir müssen aufpassen. Hinter welcher? Unter der langgezogenen Linkskurve? Ja, wo denn hinten hoch zur Autobahn hochgeht. Na, so weit bin ich, glaube ich, noch nicht. Das sehe ich noch nicht im Navi.
Aber wir haben eine riesen, Schlange Fahrzeuge hinter uns. Achtung, sie überholen. Ja, fahr vorbei, ich lass dich durch. Weiter, weiter, super, bis vorbei. So, ich komme jetzt, ihr könnt euch langsam in Bewegung setzen, ich schließe auf. Wir fahren schon. Geben schon Gummi. Achtung, wir überholen doch welche. Lasst mal diesen Konvoi vorbei. Fahr vorbei mit dem schwarzen LKW. Oh, das kann er jetzt verknicken. Jetzt kommt Gegenverkehr. Ja, fahr vorbei. Ich lass dich durch, Fabian. Dann bist durch. Nach der Autobahn. Unter der Autobahn durch? Wir fahren jetzt über die Autobahnbrücke rüber. Nach der Autobahnüberquerung fahren wir nochmal an der Seite an den Wiese, sammeln uns, weil jetzt dann gleich der Konvoi kommt. Wenn der Stau kommt. Okay. So. Also gerade über die Brücke drüber, richtig? Ja. Ja, und danach sammeln wir uns gleich an der Seite. Aber es klappt nicht ganz so gut zusammen, weil bei uns ist, also hinter mir ist ganz schön viel los. Ja, die sollen alle überholen. Ja. Ja, das bringt ja nichts. Ja, werden wir gleich hinschreiben, dass die überholen wollen. Die sind schön brav hinter uns her, so. Ich komme jetzt direkt zu euch. Ihr könntet warten, bis ich und Jango auch aufhole. Ich weiß nicht, wer da noch davor ist. So, ich sehe euch schon stehend. Wollt ihr gleich weiter oder wollt ihr warten? Wir sammeln uns das voll. Also, Felix ist hier hinten der Letzte. Ihr könnt dann wieder anfangen, wenn ihr den ja, wollt. Ja, ihr könnt anfangen. Fahr vorbei. Fahr vorbei, bitte. Alle mal zusammen sammeln, alle da sind, fahren wir weiter. Hier kannst du dich nicht hinstellen, ich komme mir hier nämlich gerade. Schön. So. Also ich bin wieder in der Gruppe drinne. So, sind bis jetzt die Truppe. Fahrt weiter, hier vorne, fahrt weiter. Ich guck nochmal auf die Map. So, jetzt ist die. Oh, da kommt der Jan so schon, Alter. Was hast du denn hinter dir hergeschleppt, André? Ja. Das wart ihr? So, fahrt weiter, wir haben einen riesen Verkehr hinter uns. Was macht ihr da vorne? Ich schau nochmal auf die Map drauf. Wir sind da, Wir können weiter, sind alle zusammen. Nee, ich steh noch hier, ich muss hier kicken, dass ich den Anhänger hier freikriege. Wir haben ja einen riesen Stau hinter uns, Leute. Der Hupen schon, ne? Die Hupen schon, ne? Ich möchte nicht gebannt werden, so. Fahr da mal mit rechts. Geht weiter. Sind wir alle da? Also wir haben Fahrt nach vorne. Wir stehen nicht im Stau, wir verursachen gerade einen Stau. Fahrt vorne los, bitte. Ja, fahrt mir mal langsam. Obwohl wir gar nicht mal zu langsam sind, wir halten uns an die Geschwindigkeiten, die ihr vorgegeben sind. Das habt ihr ja gesehen im Video. Und an alle, die mich jetzt hier über den Funk hören, ihr seid alle dabei im Video auf YouTube bei EOB Let's Play und FAK Game Studios. So, 60 oder bleiben wir bei 60 oder wollt ihr nicht auf der Landstraße? Wir bleiben bei 60, wir haben jetzt da vorne die Biegung. Dann haben wir nochmal ein Stück Weg und dann haben wir rechts. Rechts. Oh ja, das ist eine Masse hier. Jetzt wird spaßig. Ich bremse die hinter uns, bremse ich jetzt schon so ein bisschen aus, damit sich super so sehr. Ich bin rum, bleibt. Ich bin rum. Oh, hat einer die Diana gebetet. Aber sie kann, glaube ich, weiterfahren, so wie es ausschaut. Ah, ja, so ist das im dichten Verkehr. Und das ist am Sonntag. Oh ja, natürlich. Ja, hier kommen einige auch entgegen. Ja, die versuchen. In dieser S-Kurve. Als äußerste Vorsicht hinter uns. Hier kommen viele, alleine schon drei LKWs jetzt wieder entgegen in dieser engen S-Kurve. Oh, haben die hier was? Das ist krass, da hatten wir mindestens 5 bis 10 LKWs jetzt hinter uns. Ja, ich bin da mitten und ja, du musst die jetzt hier auch noch vorbeiquetschen, du Penner. Wieso, überholt einer? Ja. Achtung, der Gegenverkehr dreimal, viermal. Ja, Marcel, Gegenverkehr, du hast gehört. Ich bin ganz weit hinten, bin ich. Ja, aber die kommt ja da hinten auch entgegen. Ja, ich weiß.
So. Sind wir jetzt eigentlich noch der ganze Konvoi hintereinander oder sind schon Leute dazwischen? Ja, na, Marcel ist ziemlich. Ich bin hinten, ja, Marcel, ja, Marcel ist ganz hinten, aber ich sehe den Hänger von Diana, sehe ich noch. Dann fahren wir da vorne an der Tankstelle, fahren wir raus und sammeln uns. Okay, dann bilden wir einen Stau. So, Achtung, hinter mir, Marcel, da steht einer im Gras, der andere kommt entgegen. Ja, hier stehen sie auch mitten auf der Achtung, Bahn. PKW, nee, drei LKWs, aber fahren recht vorsichtig, vier LKWs. Achtung, Unfall an der Tankstelle. Einer gegen den Baum, der ist schon weg, der ist schon weg. Okay. Nee, wir fahren weiter an der Tanke, die ist voll. Scheiße. Ja. Pardon, Gesäßpaste meinte ich natürlich. 50 ist hier an dem Ort. Achtung, muss ein schneller LKW dann von hinten. Ja, ich hab hier gerade, bei mir kommt hier gerade eine ganze Kolonne entgegen hier. So, wir fahren jetzt von den Niederlanden nach Belgien rein. Tanke, seid ihr vorbei? Ja. Ja. Ja, das ist die letzte Tanke vor der Grenze, vor der niederländisch-belgischen Grenze. Weil die Bremsen. Aber es geht, also dafür, dass hier so viel Verkehrs läuft, das hier vom Lex her, ist das noch akzeptabel? Ja, wenn die sich mal alle. Oh ja, du! Wieder zwei LKWs entgegen. Ich glaube, die können das alle nicht. Ich glaube, die sollten. Drei LKWs, aber. Nee, die fahren eigentlich ja ganz. Die allermeisten fahren vernünftig. Achtung, hier kommt so ein Rosa noch, der fährt Schlangenlinien. Deshalb suchen. Achtung, hier ist ein schwarzer LKW, der hat sehr, sehr eilig. Ich glaube, ich hab's jetzt gerade hier hinten mit den richtigen Leuten zu tun, hier hinten gerade. So, da kommt hinter der Grenze eine ganz böse S-Kurve, da ist ein Überholverbot, aber da hat jetzt der eine sogar gewartet mit dem Bagger. Also die allermeisten, muss ich sagen, fahren hier recht vorsichtig. Ja. Naja, das ist im Prinzip kein Stau. So, hier steht ein PKW im Gras, der auf irgendjemanden wartet. Der Stau kommt noch, keine Angst. Oh Gott. Ach so, also dachte, oh, da vorne hat Schreiber, da hat einen LKW zerlegt. Eieieiei, ich bin hinter euch. Oh, den hat's ins Feld geschossen. Was ist denn hier passiert? Das ist der, wo ich gesagt habe, den hat's zerlegt. Das muss ein Riesenunfall gewesen sein. Hier blockiert der nächste der Einfahrt. Hier kommt, glaube ich, ein Konvoi entgegen. Seid ihr noch unterwegs oder habt ihr da angehalten? Nein, wir fahren weiter. Gut, ich sehe euch. Okay, nicht, dass ich mich auch. So, da kommen wieder Marcel. Achtung, Stauende, ich wiederhole. Achtung, Stauende. Okay. Ich habe einen Warnblinker an, Marcel. Ja, ich auch. Dass du das siehst. Naja, ich bin weit hinten. Ich bin ganz, ganz weit hinten. Ja, Leute, und der erste wirklich echte Stau. So, Marcel, du sagst Bescheid, wenn du angekommen bist hinter mir. Nee, also hier bin da war bloß ein Unfall. Ach, da vorne seid ihr, ich sehe deinen grünen Punkt, sehe ich. Also, du bist noch weit vor mir. Aber es fängt schon an hier. Nee, da war bloß ein Unfall, deswegen hat sich das gestaut. Ein PKW. Dementsprechend stehen sie auch hier. Ups, sorry. Ah, Scheiße, Mensch! Einmal nicht aufgepasst. Wenn ihr bei mir seid, habt ihr einen Stau erreicht. Nee, ich wäre fast bei der Diana drauf gedonnert. Das wäre, weil, aber das war mein Fehler, da, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich wollte nur hupen und zack. Alter, eh da vorne drauf, eh da hinten drauf. So, ich habe jetzt auch einige Lecks. Ja, wir sind im Stauende. Marcel, hier ist das Stauende. Ja, ich sehe das schon. Bist schon hinter mir, oder? Nö, ich bin noch weit hinter dir. Ich hab, glaube ich, noch 10 LKWs drauf zu mir. No, it's too much traffic. Ich komme mir vor, wie wo wir im Urlaub gefahren sind. Bevor wir stop your truck. Das geht ja noch ziemlich flüssig hier, muss man sagen. Ich meine, gestern da waren wir ständig gestanden. Nicht nur irgendwie eine Minute oder so. Nee, da standen wir schon 3-4 Minuten. User disconnected from your channel. Marcel, noch da? Ja, ich bin noch da. Gut, vielleicht nützt es denn. Oh, hier ist ein Riesenstau! Guck dir das jetzt vor bis zur Autobahn. Und zwar nicht bis da die auf der Map ist, sondern die nächste dann. Okay. Na, ich fahr euch einfach nach. Ich fahre hier gerade ganz, ich fahre hier gerade mit 5 km/h hier gerade. Die Karte, wie viel sind denn das jetzt hier? Kann das mal jemand gucken, wie viele hier insgesamt sind? 86 habe ich drauf. Ich habe jetzt noch 57. 57 sehe ich hier.
kommt noch. Kommt noch. Oh, ihr seid da weit vorne. Das ist wie in dem besten Urlaubsländer. Ich werde das Video Konvoi Mega Stau nennen. Ja, wirklich. Das kannst du wirklich nennen hier. Das mache ich auch, Alter. Ich schreibe hin, Chaos Konvoi Fahrt 120, ne? Schreib aber dann dazu, wir fahren mit Konvoi durch Megastau. Moin! Hatten wir das nicht schon mal wo die online gegangen sind? War das nicht auch schon mal so gewesen? So extrem? Also in Rotterdam nicht... oben, immer in Rotterdam war es immer fetter Stau. Ja, ja, wir hatten mal viel Verkehr, aber so extrem hatten wir das auch noch nicht. Okay. Ja, warte noch. Also hinter mir geht's doch. Aber vor mir macht ihr hier. Vor uns ist Stau. Und hinter uns ist aber auch einiges. Ja, ja. Im Prinzip fahre ich hier gerade mit Stau. Aber da kommen auch übelst viele entgegen. Ja, ja. Ja, Leute, das, was ihr hört, ist halt der Punkt, den man hier an- und ausschalten kann. Ich fahre ja extra ganz weit rechts, fahre ich ja schon, im Prinzip, damit ich eben halt in der Rettungsgasse fahre. Ja, das wäre auch ein Punkt, dass man ja nur Rettungsfahrzeuge fahren kann irgendwie. Oder Abschleppfahrzeuge, das... Nee, die sollten Polizei haben, wir ja schon. Also hier an der Autobahn fahren wir geradeaus durch, oder was? Nee, da müssen wir sogar hoch, der Stau hat sich sogar teilweise gelöst. Okay, also es sieht jetzt hier nur der Ende hier, oder was? So, nehmen wir dann die erste rechts oder dann die andere links? Wir müssen nach Brüsselunde. Weil wir fahren über hier weiter dann durch, weil das fahren. Da haben wir immer noch Stau, oder wollen wir es machen? Klar, durch den Stau durch. Okay, dann geradeaus. Alle geradeaus bleiben. Alter, wenn du immer so liest, was die hier schreiben, ja, mit 2 km/h, der Gondel ja auch. Ja, das ist aber normal. Also ich hätte nicht gedacht, dass man diesen alltäglichen Autobahnverkehr in Deutschland, dass man das so gut realisieren kann in dem Spiel. Ja, das geht bloß da herum, wenn aber dann ist auf der gesamten Autobahn auch Stau. Wenn einer, na gut, guck mal, jetzt kommt der Einfädelverkehr auch noch und da hält sich ja keiner dran, oder? Oder haben wir gesagt, wo wollten wir denn blitzen? Na, Brüssel müssen wir hin. Ja, die Frage ist, wo ist der meiste Stau? Ja, hier. Geradeaus müssen wir. Jetzt geht eh wieder nichts mehr, ich stehe schon. Ich auch. Ist das krass. So Leute, schaut euch das an. Wir können heute den Stau und der Charlie hat mich noch gefragt, ob wir wirklich den Stau fahren wollen. Ja. Ja, Charlie, wir tun's. Woran hängt das hier eigentlich, frage ich mich. Wenn einer nicht fragen kann vorne. Alter, da vorne geht ja gar nichts. Ja, von der Autobahn stehen sie auch wie Sau. Ich sehe bloß nur. Ja, auf der Autobahn genauso. Da fährt nur die Radioansage wegen dichten Verkehrsaufkommen. Ja. Ja, wir stehen auf jeden Fall im Stau. Kennt ihr eigentlich den Film Superstau? So. Schon ein bisschen älterer Streifen. So, also jetzt geht gar nichts mehr. Könnte länger dauern, oder? Two only one traffic police hier? Nein. Ich finde, die sollten das machen, dass man noch Feuerwehr und so fahren kann, ne? Wenn es gekracht hat, dass man dann davor fahren muss. Sieht man an euch vorbeifahren. Naja, da zischt ein Brite vorbei, der hat so eilig. Ja. Brexit heißt ja nicht Brexit aus dem Verkehr. Der nächste fährt vorbei. Hier wurde er noch gerade gebannt. Ja, für 2 Wochen. Oh, da muss er aber richtig Scheiße gebaut haben. Ja. Bei Kuba, wenn musst du wirklich Scheiße bauen, weil das ist ein sehr, sehr cooler Admin. Oh, jetzt ist mir noch ein Topf gerochen. Wer war das? Achtung hinten! Hier überholt einer, Achtung! Diana und Dings sind zur Seite! Kollege, du kannst hier keine dritte Spur aufmachen! Warte, gib mir die Nummer! Welche Nummer? 438. So, ich habe euch jetzt verloren, weil der sich ja dazwischen gedrängelt hat. Marcel, lässt du mich rein? Ich bin noch weit hinter dir. Nee, du bist direkt hinter mir, dachte ich, oder? Nein. Ich bin nicht mehr hinter Diana, weil da hat sich immer dazwischen gedrängelt. Der hat hier im Gegenverkehr überholt. Oh, hier leckt einer gewaltig. Das ist der. Warte mal, das kann ich dir genau sagen. Der. Ein Engel. Luft 3R oder Lover oder sowas, aber mit einer 3 geschrieben. Mit einer 0 und mit einer 3. Also wir haben zwischen Diana und mir jetzt einen Fremd-LKW dazwischen. Ist kein Problem, der LKW zwischen mir und dir sind genug. Also kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viel. Da stehen die Bullen, an der Abfahrt stehen die Bullen. Was? Wirklich? Geil!
Oh, da kommt aber eine ganze Armada von oben runter, wa? Da kommt die Polizei. Hier ist ganz viel Verkehr. Polizei, Polizei. Von hinten, ne? Nein, von vorne. Ja, kommt die Polizei entgegen. Was, wirklich? Bei mir kommt ja, das sind die Admins. Ist ja alle geradeaus, ne? Ja, der Juti. Also einfach da lang, wo der meiste Stau ist. Aber da lang, wo der meiste Stau ist. Ihr seht selber, hier geht gerade gar nichts. Oh, hier wird gebannt, bis der Arzt kommt. Ich glaube, die Admins sind alle hier, wenn wir die brauchen. Das ist aber schon mal gut, dass sie sich da hier zum Sonntag die Zeit nehmen. Naja, die müssen das ja, die müssen ja da nicht. Da hier vorne stehen wirklich die Bullen. Richtung Brüssel. Hier ist ein Stau, hohes Verkehrsaufkommen. Ja, Polizei. Ja, der 438 schon, der will ja noch verkehrt auf die Autobahn. Der Nummer 12. Nee, das ist die 438, der sich ja dazwischen gedrängelt hat. Ja, hier geht gar nichts mehr. Jo Leute, ihr seht, was im ETS alles möglich ist. Und nochmal ein herzliches Willkommen an alle, oh Gott, die hier mit an der Autobahn im Stau stehen. Herzlich willkommen beim Let's Play Euro Truck Simulator Multiplayer. Seid alle Teil des Videos. Julius kommt hier entgegen. Herzlich willkommen. Ja, das Problem ist, dass hier von der Autobahn welche nach runterkommen und nach links weg wollen. Ja, und das hält sie und das hält sie doch. So, und hier der 438er, der will hier auf, in der verkehrten Richtung auf die Autobahn fahren. Wo seid ihr mit Diana hin? Habt ihr hier ihn überholt? Ja, geradeaus sind wir. Na, weil hat sich noch ein anderer dazwischen gedrängt. Achtung, PKW, der rammt hier alles. Hier, da ist ein PKW. Sagt den ab. 135, Fussi. 135, der rammt alles, was nicht nagelfest ist. Was, Fitzi oder wie heißt der? Ja, Fuzzi. Ja, der Fitzi, der ist mir gerade vorbei geworden. So, kommen wir welche runter? Nein. Wir tun uns nach dem Stau nochmal neu sammeln, okay? Würde ich sagen, ja. Oh, wir funktionieren. Die Gegenfarbeseite ist gefickt, Alter. Die stehen hier hinten immer noch. LKW an LKW. Der LKW, oh mein Gott, bei mir geht es. Oh mein Gott. So, der Grund ist hier, dass man hier die Vorfahrt gewähren muss für die von der Autobahn kommen. Und da kommen eine ganze Menge. Ja. Ich roll hier im Prinzip mit 4 km/h roll ich hier lang. Wo seid ihr jetzt eigentlich hier, die ersten beiden? Wo steht denn ihr? Wir fahren gerade vor, weil hier soll der Overtake dann gleich rüber an die Grenze der Spuren. Achtung! Und blockieren. So, ich kann jetzt erstmal hier weiterfahren. Ne, kann ich nicht, weil jetzt einer hier zurücksetzen muss. So, jetzt kann ich erstmal weiterfahren, weil. Das ist, weil die von der Autobahn hier links weg müssen und das ist das größte Problem. Erne macht gerade Kamikaze. So, ich fahre jetzt hier geradeaus weiter und hier ist ein ganzer Stau auf der Gegenrichtung hier. Leute, schaut euch das an, das ist echt der Hammer in dem Spiel. So, wir müssen jetzt nach Bourgeois links hoch, wa? Eigentlich. Was wisst ihr euch für Reize? Die stehen den ganzen Berg hier hoch. Wir stehen hier immer noch LKW an LKW, wir sind schon voll weit weg. Also ich fahr jetzt den Berg rauf. Ich hab gerade mega Leck gehabt. Fahrt ihr jetzt auf die Autobahn rauf oder nicht? Nein, geradeaus weiter. Da ist ein übelster Stau, guckt euch das mal an hier. Das ist doch. Stehen bei mir immer noch LKW an LKW. Ich leiche hier. Ich rolle Alter, Fall. Das ist nur, weil die von der Autobahn da nicht links weggekommen sind. Guckt euch das an! Ey Leute, das hat mir leckt's. Und denn, wenn die Kinder mit ihren kleinen Autos denn noch kommen, dann machen die das erst recht so. Verfatzt so, und hier stehen sie vorne auf der Straße. Hier stehen zwei, einer mit hier Rohren hinten drauf. Boah, die Gegenseite ist gefickt. Stell dir mal vor, wir wären von der Gegenseite gekommen, dann wären wir richtig lang gestanden, weil da stehen sie immer noch bei mir. Nee, das geht. Die Gegenseite ist kürzer. Nee. Also bei mir stehen die nicht mehr.
Ja, bei mir stehen sie wieder. Hier blockiert jemand die Straße vor mir. Und deswegen geht's nicht weiter. Oh lol, ey, schief auch, Mann, ey. Ist das Spiel krass. Und wir kommen auch gerade nicht mehr weiter, wir stehen schon wieder. Ja, ich stehe ja auch, weil hier einer mit einem One-Blinker steht hier. Jetzt stehe ich auch wieder da. Ist das krass. Und hab ich euch zu viel versprochen? Nee, du hast dein Wort gehalten. Ist hier mega Stau hier, ey. Jetzt geht's weiter. Hier stand jemand, der hatte einen technischen Defekt, jetzt geht's weiter. Oh, das ist ja einer gegen. Oh, jetzt hier steht auch wieder einer. Ja, hier ist übelst viel Stau. Bist du unter der Brücke durch, Marcel? Ich bin unter der Brücke durch? Ich bin gerade durchgefahren, ja. Alter, stehen die ja, dann guck dir das an. Hier ist der nächste, der hier vorne steht. Ah, der ordnet sich ein, brav. Alter, die stehen hier immer noch von der Gegenfahrbahn her. Ja! Die stehen da fast 1, 2, 3 Kilometer. Alter, leck mir doch am Arsch, ey. Ich hab gedacht, ja, das war vorbei jetzt, aber der Pustekuchen ist. Nee, die stehen da jetzt in der Gegenrichtung. Ja, richtig, ne, weil da einer, weil er sich zwei vorne wieder bei der Ausfahrt sich da geprügelt haben. Ja. Einer wollte rein, der andere wollte raus. Alter, die stehen hier immer noch. What the fuck, Alter? Da war ich ganz gespannt von der Seite, Alter. Ah, ich müsste mal jetzt umdrehen und nochmal durchfahren. Ne, ich fahr jetzt im Mittel, ich fahr jetzt weiter hier. Bei mir geht das wieder. Oh, nee, doch nicht. Aber was machen die denn da? Nein! Was machen die denn hier? Leute! Was ist denn hier los? Ey, seht ihr jetzt gerade richtig mit mir da oben, dass die über eine Wiese rollbahn? Die stehen hier Kilometer weit! Ja, die stehen hier, vor dem die stehen hier immer noch. LKW an LKW, Auto an Auto. Ja, wollen wir umdrehen und uns da nochmal einordnen? Nee. Oh. Ey, das ja. Wir stehen da jetzt schon. Die stehen bis zum Bahnweg hinter. Hier fährt ihr noch auf der Wiese? Ne, die fahren alle bei mir auf der Wiese. Bei mir fahren sie auch auf der Wiese. Ne, die meisten stehen auf der Straße. Wirklich Stoßstange an Stoßstange. Ja. Ah, hinten. Fahrenübergang ist das Stauende. Von der Gegenfahrbahn. Schon wieder? Achso. Stauende. Wartet mal, ich muss mal rechts ran. Ja, ich muss mal wirklich warten. Wartet mal. Sorry. Ja? Ja? Hallo? Ich fahre rechts ran und warte auf euch. Ach, du wolltest jetzt etwa nicht überholen, oder? Vergiss es, so ab rüber da mit dir. Hopp, rüber da. Alter, das nimmt ja hier kein Ende hier. Ich geh mal schnell woanders in ein anderes Zimmer. Okay. Ja. Jetzt gibt's einfach einen neuen Stau. So, habt ihr euch jetzt irgendwo hingestellt? Ja, ich stehe auf der Seite, Diana macht aber weiter, weil der hier Auftrag ist dringlich. So, ich bin jetzt über den Bahnübergang. Ich bin noch nicht mal in der Nähe des Bahnübergangs. Ich fahre jetzt auch gerade drüber. Der hier wirklich kein Ende. Na doch, am Bahnübergang ist das zu Ende. Ja, du musst hier mal mit deinem kleinen Pissauto dazwischen quetschen, aber du bist ein Räum. Leck mir am Arsch, jetzt wird hier zu dir gemacht, so fertig. So, ich muss jetzt auch mal erstmal kurz abstellen hier. So, was machen wir noch? Na, wie Sprit habt ihr noch? Also ich hab noch genug Sprit, also. Also hinter mir geht es langsam mal, wenn er sich mit deinem kleinen Pisskarri hier mal fahren würde. Also hinter mir löst sich das langsam auf, hinter mir. Aber auf der anderen Seite stehen sie immer noch. Okay. Ja, wir treffen uns alle hier vorne in der Nacht im Bahnübergang, stehe ich. Okay. Ja, ich hab
So, noch da. So, ich musste jetzt mal kurz weg. So, noch da? Alle wieder aufgeschlossen? Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnübergang. Ja. So, wo ist denn Diana jetzt hin? Die muss der Wadi aufschlagen, war dringlich. Okay. Wir haben ja keine Nummer weit. Och, das zieht sie ja hier in die Länge hier drüben. Oh. Ja, das ist ein richtig ganz extrem mit dem Stau. Das nur bei der Autobahnanschlussstelle. Ja, wieder dein Auto. Wer ist jetzt alles hinter mir? Ich. Nicht. Sind alle vier da oder was? Ich bin noch lange nicht da. Nee, Marcel ist noch nicht ganz da. Ja, okay, Felix, warte mal, ich fahr ein Stück vor, dass du rankommst. So, jetzt hat sie der Stau gelöst hier. Ja. Oh, dann ist Marcel auch gleich da. So, also hinterm Bahnübergang ist der Stau schon mal weg. Ja, da und da stehen wir gleich, also Achtung. Ja. Ja, da kommt er doch, oder? Ja. Okay, dann kommen wir jetzt alle raus. Ah, Vorsicht, da überholt einer, da kracht's gleich. Boah, aber doch nicht. Vorsicht! So, der ist durch. Gut, dann geht's weiter. Ja, war das denn jetzt? Achtung, da kommt einer, der hat's richtig eilig. Ja, dann lass mich noch vorbei. Ja, hab ich ja. Vor mir ist auch noch einer. Komm mal jetzt. Ja, ich hoffe. Steht ein komischer. Achtung, er kommt einer entgegen, extrem schnell. Und leckend. Mhm. Geht bei euch 70, kann man 70 fahren? Auf meinetwegen. Och, jetzt hat das hier schon wieder richtig gescheppert hier vorne. Och Mann, ey. Was fahren die denn alle wie Dünnschiss zusammen hier? Das ist doch hier nicht normal hier. Das Wort, was fahren die alle für Dünnschiss? Ich weiß, bei manchen da kommt dicker draus, bei anderen kommt dünner draus. Ja, ja. Und bei den Leuten, die hier fahren, die jetzt so im Spiel drin sind, hier so, da kommt eine Dünne draus. Ist doch wahr. Ich hab sogar eine Mod, ne? Ja. Die ich zusammen gebastelt, und zwar bilden sich da dann Staus im Singleplayer. Aber richtige Staus mit Komplettsperrungen. Die habe ich auch ohne Mod. Und dann genau in solchen Autobahnausfahrten, weil die das nicht gebacken kriegen, immer auf die gewartet haben, die runterkamen und nicht links abgebogen sind. So, ach endlich mal wieder freie Fahrt, hat eine Ewigkeit nicht durch. Ja, ich fand das geil. Aber bei mir ging's, also C-flüssiger Verkehr war im Prinzip bei mir. Ja, bei mir auch. Also ich konnte mit 3 km/h konnte ich eigentlich in Ruhe rollen. Ihr hattet dann auch nie einen vollen Stau. Das war jetzt noch sanftmütig. Ich war da schon mal 2,5 Stunden drin gestanden. Ja, aber drüben. Vorsicht, da kommt jemand, der hat's richtig eilig mit überholen. Der wird jetzt gespürt haben, weil der kommt nämlich. Was ist denn das für ein behindertes Schwein? Siehst du? Wollt ihr der gesagt? Ist ein Überholverbot und zack, kracht der mir absichtlich rein. Hat ihr denn gesagt? Mann! Das ist der. 15%. Ich habe, warte, das kann ich dir genau sagen, ich hatte vorher schon ein bisschen Ladung 12% LKW 4, das geht ja noch. Aber Ladung kriege ich kein Geld mehr dafür und das ist ein bisschen Flitzkacke. Ladung 3% LKW 17%. Weißt du, da kann doch irgendwie, wieder, er macht ganz schnell, bremsen wir und machen den schon Platz und trotzdem krachtet ihr doch absichtlich in die Kiste rein, das ist doch Mist. Ja. So, ich bin jetzt man kann auch übertreiben. Leute. Ups, was ist denn jetzt los? Also Ladung 0% und LKW muss ich schnell schauen. Oh, 32. Was? Schon wieder einer oder was? Nein. Es war auf einmal ein fetter Leck gewesen. Ihr wart weg. Nee. Ja, wo das Bär losgeht hier. Da auf der rechten Seite, da ist ein Leck gewesen. Oh. Das ist richtig. Das ist doch. Also wie wollen wir jetzt diese Konvoi bald am Ziel? Ja, nicht umsonst heißen wir Chaos-Konvoi, ne? Naja, gut, das erklärt genau. Einiges. Ich muss glaube ich gleich hier nicht. Ist jetzt kommen wir, müssten wir eigentlich gleich in Brüssel kommen, ne? Nee, Brüssel ist immer noch vorbeigefahren, wir fahren nach Calais. Ja, toll, weil ich nämlich. Also wir sehen ja hier schon die Nordsee auf der rechten Seite. Weil ich nämlich mein LKW nämlich kaputt ist.
Ich glaube 37%. Muss den Calais gucken, ob du ihn reparieren kannst. Was wollen wir denn nach England nehmen? Den Zug oder den Schiff? Top, wir fahren in den Schiff. Fahr mal Schiff, weil dann kann er sich reparieren, ich kann mich reparieren und dann hätte ich gesagt, mach mal ein Dober Ende, weil ich muss ja morgen auch wieder früh raus. Okay, okay, jetzt machen wir das. So, ich schließe halt erstmal auf euch auf hier ein bisschen. Wenn da ich spinne sowieso gerade, dann zeigt mir den Mitte. Und weißt du schon, wo es morgen hingeht? Wenn Navi zeigt mir in der verkehrten Richtung an. Morgen muss ich rauf nach Dings, bei Milano hinten so ein kleines Kaff, muss ich Regalteile holen. Und dann muss ich rauf nach Neufahren. Okay. Und wo startest du? In Rot bei Schwabach. Oh, das ist. Lol. Das ist ja auch ein ganz schönes Stück. Oh, was ist hier weg oder was an der Tankstelle? Nee, ach, das bist du ja gar nicht. An der einen Tankstelle da vorbei, ist richtig? Genau, immer weiter an der Nordsee entlang, immer weiter an der Nordsee entlang. An der Nordsee, das am Arischen Strand. Na, ist bei ETS Bauch. Da versenken wir die LKWs. Wenn das mal gehen würde. Ich weiß, wo man auf dem Wasser rumfahren kann. Mhm. Ich bin hinterm Killer, bin ich gerade. Pass mal auf, dass er dich nicht killt, ne? Den hab ich schon gekillt, den mit. Also ich fahr jetzt hier mit 80 auf der Strecke, da wo 80 erlaubt ist. Ja, ich fahr grad 60, dass ihr rankommen könnt. Okay, da weiß ich Bescheid. Ich kann 90, höher, mehr geht nicht und ich kann kein Tempomat drin klatschen. Also ich. Ne, ich seh dich schon, ich seh dich schon. Ich muss euch hoch überholen, also wenn ihr 80 fahrt, ich muss euch überholen. Tut mir leid. Weil wenn ich Tempomat drin mache, bleibt der gleich wieder drin. Oh, Kippela, lässt ihr mich vorbei? Nee, ja. Gleich. Oh, das funktioniert hier wieder. Ich muss doch an Killy vorbei. Also der Kurzer 09 ist jetzt noch von mir 350 Meter weg. Felix nur noch so, ich bin direkt hinter dir. Okay, und dann fehlt noch Ingo, der ist bei 270 Meter. Ich muss leider mal kurz auf der verkehrten Spur fahren. Aus Versehen. So. Kommt uns einer, keiner kommt uns entgegen. Warum? Nee, die sind jetzt alle irgendwie weg. Ah, wir müssen da jetzt hier rechts auf die Autobahn, okay? Ist das richtig so? Ja, ja. Gut, ja. Kuckuck. The Calais Duisburg Junction. Close it first. Wer ist mir jetzt? Was ist denn jetzt hier los, Mann? Aua, meine Ohren. Entschuldigung. Ist hier wieder einer hinten? Wer ist denn jetzt hier aufgeratzt? Sag mal, Marcel, hast du ein Leck gehabt gerade? Keine Ahnung. Also, oder es hat sich halt an der Steuerung was verpackt. Das hatte ich auch schon mal im ETS. Weil du bist auf immer, was du auf immer. Ich hab jetzt nicht gesehen, was du gemacht hast. Also, entweder hat mein Internet ganz gewaltig hier gesponnen. Lol, die sind weg. Die haben Oh Gott, hier kommt Polizei. Was ist denn jetzt hier los, Mann? Was ist denn das für eine Scheiße, dass es hier so läuft? Weil hier jetzt nochmal eine ganze Armada ist. Ach ja, das war das Problem. Das war wahrscheinlich das Problem, dass der mit einem Schlag so viel KI-Fahrzeuge laden musste und dass der sich wahrscheinlich in eins Polizei reingepackt. Wo denn? Hier steht doch keine Polizei. Doch! Wo denn? Doch, ihr ist gerade eher auf Richtung auf die Autobahn gefahren. Mann, ich hasse diese scheiß engen Kurven auf die Autobahn. Wer baut denn sowas? Hat der noch nie einen LKW gesehen? Nö. Ich bin hinter. Oh. Oder es ist so ein hier Grüner, so ein Ökotyp. Der will, dass die Güter auf die Schiene kommen. Das kann ja auch sein. Das reicht, wenn wir die scheiß Fracht hier überhaupt wegkriegen hier. Ja, jetzt klappt's mit auf die Autobahn auffahren. Ja, ich fahr schon auf die Autobahn, ne, entlang. Also ich bin jetzt auf die Autobahn gefahren, die erste auf von rechts, ist richtig, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt auf der Autobahn Richtung Calais runter. Ich fahr hinter dir.
Aber bleibst du stehen? Ich hab aber nur noch. Was? Guck gleich mal, was da los ist! Was ja aus Calais kommt, mit Verkehr. Das geht, da vorne wartet, hier geht es jetzt. Ich hab nur noch einen kurzen auf dem Tab. Also ich bin noch wieder da, ich sehe jetzt hier einen stehen. Aber das ist keiner von uns. Ja, treffen wir uns Calais in der Werkstatt schnell. Würde ich sagen, ja. Aber von Calais ist übelst viel Verkehr, also in der Gegenrichtung. Ja. Wo müssen wir jetzt hier vorne runter, wa? Ja. Richtung Paris oder was? Wir fahren jetzt einfach alle nach Calais Richtung Werkstatt. Gibt's Richtung Calais Paris? Muss ich da runter oder was? Ja, du musst da Richtung Calais rein, ne? Na gut, weil hier geht's eigentlich auch geradeaus weiter, die Autobahn, deswegen frage ich mich gerade. Ich fahr dir einfach mal hin. Oder mach einfach F7 Enter. War das wieder hin? So, Calais muss ich jetzt links, Richtung Calais Port, also Calais Hafen. Ja, weißt du was? Wir drücken einfach alle F7 Enter. Wollte ich sagen, null und vier. Aber trotzdem dürfen wir ja den Verkehr nicht blockieren. Also ich fahr jetzt Richtung Calais, ich bin jetzt in der Stadt drin. Ich muss auch meinen LKW reparieren. Ja, ich bin jetzt hier vorne beim Tunnel, Nick jetzt. Ja, ich war jetzt auch, aber ich habe mich jetzt F7 Enter, habe ich mich jetzt zur Werkstatt geportet. Naja, meinte ich auch schnell bei 8. Bei 37% kann man nicht immer machen. Aber Ladung sind 8%. Ja. Ich hab gedacht, die kommen da mal mit 0% mal an, aber war Pustekuchen, ja. War ein Wunschdenken gewesen. Ja, bei dem Chaos war da ja erst Wunder, oder? Ja, früher war es Rotterdam immer so schlimm und jetzt ist Calais, weil jetzt so viele jetzt über Calais fahren mittlerweile. Ja, weil die über keinen Bock haben, über Rotterdam zu fahren. Im Prinzip. Hey, typisch Autofahrer fährt über Rot. Ja. LKW-Fahrer fahren auch über Rot. Ich aber nicht. Ich auch nicht. Außer wenn keiner kickt. Gott, was ist denn hier los? So. Ja? FAK Game Studios. Da seid ihr! So, wo seid ihr jetzt? Im leckigen Calais. Ja. Im Calais? Na, wo seid ihr denn da im Calais? Werkstatt. Ich bin Richtung Hafen. Ich bin gerade hier. Ja, wir fahren jetzt alle Hafen. Hafen, gut, okay. So, dann gucken wir mal, wie ist der Hafen? Da ist der Hafen. So, jetzt machen wir mal die Verstrecke jetzt kurz. Der Zeck will nicht überlegen oder so. Gut, na dann quälen wir uns mal zum Hafen. Wenn die Kühe überhaupt noch heile rauskommen, heißt das. Motorfehlfunktion, so. Du warst doch gerade bei der Werkstatt, warum warst du denn schon wieder? Ja, weil ich die Leckprobleme hatte und dann. So, du kannst nirgendwo in den Standstreifen, wo du mal anhalten kannst. Das halte ich hier an, ganz einfach. So, genau, jetzt ist mein nämlich hier noch hinten rein gekracht. Ah, hier muss ich. Oh, hi! Jo, jetzt hat es hier noch eine Kollision gegeben. Wo denn? Wo sich hier die Fahrbahn trennt, der Calais, so, das kann ich gar nicht mehr machen. Naja, und Calais, da stehen sie auch alle hier. Die wollen alle nach Duisburg fahren, deswegen habe ich jetzt geschrieben. Oh Gott, da steht ja nicht mehr weg. Ich geh gar nicht mehr von mir jetzt hier. Also ich quäl mich jetzt hier gerade zum Hafen. LKW 41% und es geht nichts mehr. Ladung 50%. So, wärst du mir zu aufgeratzt. Du bist hier nicht geradeaus drüber. Was ist denn jetzt hier passiert? So, jetzt. Also ich fahr jetzt zur Werkstatt und ich glaube, dann machen wir auch Ende für heute. So, also stehst du jetzt nicht mehr da? Ich dachte, du bist Hafen. Bist jetzt nicht Hafen oder was? Nee, das trennt sich doch vorher. Da geht doch noch so ein Kreisverkehr und da geht's doch in die Stadt rein, wo die Werkstatt.
Stadt ist. Ja, danach halt, ja, danach fährst du noch schnell zum Hafen, dass wir noch ein Abschlussbild machen können. Ich hab dich gesehen. In Paris ist es voll. Ja. Aber wie? Also, es ist der leckigste Ort heute. Also, noch leckiger als in dem Stau. Ja, wirklich. Der Stau war ja noch human gewesen. Das ist eben das Problem bei dieser Städte im Prinzip. Ja, weil du stehst dann, weißt du, dann muss der Server dich nicht beweglich laden. Ja, auch selbst, sag ich mal, in der Stadt, wo ich in Rotterdam letzte Mal war, selbst da, ich wollte in die Einfahrt reinfahren. Was macht dieser Admin? Teleportiert mir ab zur Werkstatt. Weil ich gar nicht reingekommen bin. Ja, ich habe mich vom King Arthur öfters spielen lassen müssen, von Cooper. Ja. Wohin fährst du? Ich wollte zur Werkstatt, ich hab mich verfahren, fahr du mal vorbei. Ach so, wie immer, Andreas war fertig. Am Hafen reimen wir uns dann auf und machen Abschlussfoto. Ja. Wieder dieser Motor. Wo steht ihr denn am Hafen? Noch steht keiner da, aber gleich steht er da. Achso, also bin ich hier wieder der Erste hier, ja. Also ich stelle mich hinten, hier hinten hin. Na, hier vorne haben wir noch Platz hier in den Hafen. Ja, in den Warte mal. Da zu stehen. Oh. So, ich habe eingepackt mit der Frau. Das sieht man, sieht man. Naja, Oma groß wie im Parkplatz. Oh Gott, ist das ja schwierig zu finden. Genau so muss ich stehen und dann stelle ich mich rechts neben dir und die anderen stehen sich rechts neben mir. Ja. Genau. Oh, wie lange haben wir jetzt gebraucht bis hier? Wie spät haben wir denn? 19:30. Ja. 2 Stunden. Boah, was für das bisschen? Für das kleine Stücke? Manometer, ey. Oh, na gut, der Stau dazwischen hat auch 10 Minuten geklaut. Oder 5. Der Kuh wird den auch meistens bloß mit 60 gefahren. Ja. Naja, wir haben es hinter die Lücke. Oh, komm jetzt hier! Hat da wieder irgendeiner seinen komischen Rückwärtskanal in mir, der da vorne. Oder der neben mir. Das Problem bei mir ist, wenn ich auf die Sprechtaste drücke, dann schaltet mein LKW Eingang Retour. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt noch zweimal spreche, dann bin ich wieder im Rückwärtsgang. Also. So, zur Werkstatt in Calais. So ein übelster Stau? Ja, tut mir normal aus. Ist genauso, im Prinzip genauso so schlimm, diese Staus wie in Rotterdam. Ist genauso. Da lässt keiner den anderen mal da raus rechts, okay. Oder hin oder wie auch immer. Ich sehe, du hast Autoscan ja die letzte. Ja. Und schau mal vorne, bei meinem Kühlergrill habe ich das nicht geil hinbekommen. Da hast du erstmal den V gemacht und dann hast du die Kleben wieder holen. Hallo! Ja, schreib mir die an. Jetzt geschrieben wird. Hey, du hast ja auch ein V drin. Ja, sicherlich. Mann, mach doch nicht die Werkstatt zu hier, du. Jetzt. Bist ich du eigentlich auch in der schon der virtuellen Spedi? Hä? Nee. Nicht? Das ist so zum Mensch, zum Mäusemelken manchmal hier. Aber du kannst mir mal eine Anfrage schicken wegen, wir haben eine Gruppe. Und ja. In der Gruppe machen wir immer Konvois. Okay. Das sind dann Leute mit dieser Lackierung, wo ich hab, wenn du solche Leute siehst, die sind meistens bei der Gruppe drin. Ja, dann muss ich erstmal piepen, jetzt muss ich mir erstmal den Namen erstmal raussuchen, oder? User joined your channel. Hallo. Ja, komm, wir rennen. Hallo. So, wie war denn das jetzt hier? So, wie heißt denn eure Gruppe hier? Chaos Konvoi so. NW. So, ne, erstmal muss ich hier, das dritte hier, Gruppe,
Und soll, ich jetzt wirklich noch zum Hafen kommen? Ja, fahr mal zum Hafen, dass wir ein Bild machen können. Oha, Clay ist wieder frei, der Stau ist weg. Ja. Aber die Autobahn ist total zu. Ja, aber da bin ich schon lange durch. Oder meinst du jetzt die Strecke zum Hafen selber? Nee, von Calais meint er, direkt da, Duisburg. Ja, die ist zu, die ist gerade in Richtung Duisburg, ist, da kannst du vergessen. Also Calais Hafen und nicht Zug, haben wir gesagt, richtig? Genau, Calais Hafen. Ja. Weiter mit der Community oder keine Community. Kurzer 091598 habe ich jetzt gerade an der Map angeklickt. Der hat die Truggers MP-ID 929701. Ich sehe doch nicht, weil ich da wieder IP habe. Da fragst du mir zu viel. Wo fährst du gerade, Ding? Ich fahre gerade los, ich stehe neben dir. Nee, der andere Kollege. Der andere Kollege. Wo sehe ich denn eigentlich hier mit der Trucker IP, die wollen die? Oha, die Autobahn ist voll dicht, ey. Ja. Was schon, wenn man von Clays auf die Autobahn fährt und nächste gleich wieder runter, ne? Da ist gerade Fettstau, da geht gar nichts mehr dazwischen. Ne, wer steht, der bleibt, wa? A16 komplett zu. Oh. Ja, stimmt. Ich hatte vorhin eigentlich freie Fahrt. Da war auf der Gegenrichtung aber extrem viel los. Und die andere Autobahn drüben ist auch. Wake up. Naja, ja klar, wenn er sich muss querstellen, also ich meine auf der Gegenspur, dann ist klar. So, Killer ist schon mal neben uns. So, aber ich glaube, bis rüber werden wir bestimmt noch schaffen, oder? Weil wir von drüben. Nee, ich mache dann hier Feierabend, gleich danach. Ich mache auch Feierabend, weil ich muss jetzt dann, für noch duschen. Ja. Und dann muss ich ins Bett, weil ich morgen früh will ich gucken, dass ich, wenn es geht, 4 losfahre. Ich muss um 4 rumstellen. Ja, da will ich ungefähr schon mit dem LKW jetzt losfahren, weil dann habe ich noch 2-3 Stunden, wo noch nicht so viel los ist, wo ich noch gut durchheizen kann. Okay. Weil zwischen 7 und 9 ist alles total zu. Naja, fängt der Berufsverkehr an. Und da will ich schauen, dass ich bei München schon vorbei bin. Weil wenn nicht, stehe ich da wieder mindestens eine Stunde drin. Ja, nach München ist ganz schlimm mit Verkehr. Autobahnring. Das ist ja wieder recht. Fast klar, ist ja wieder recht. Ja, ich muss ja auch um 4 Uhr aufstehen morgen. Boah, ich nähere mich dem Hafen. Im Prinzip, das, was du mit meiner da durch die Gegend kutschierst, das war weg früh so. Im Prinzip. So mal so eine Containerbüchsen oder sowas, weißt du? Wir haben Wechselbrücken und die sind meistens beladen. Ja, die meine ich ja, die Wechselbrücken, meine ich ja. Bei uns heißt es, wir nennen sie aber Büchsen. Ich nenne die Dinger einfach nur Müll. Ja, Rümpelkammern oder wie man das, oder Müllkiste oder wie auch immer das nennt. Irgendwer hat Rückwärtsgang drin und ich bin's nicht. Ne, das nehmen wir, der Killer. Jetzt nicht mehr. Kann ich mal drin, weil der auf dem Straße irgendwie heißt. Ich merke es, meine Konzentration lässt nach. Ja, bist da gleich da. Der Killer heißt Kompat Silvan, heißt der. Okay. Und hat die Tages MP 844443. Und der Felix hat Felix_AK 929771. Schade, du blöde Ampel. Ich geh schon mal auf Flycam. Na gut. Warum fährt mein LKW los? Wer hat mein LKW angestupst? Der fährt hier einfach ohne mich zu fragen, fährt der los. Das ist ein böser LKW, oder? Hatte ich heute auch schon gehabt. Der ist selber losgefahren, ist der also. Kloppt das hier nicht. Jetzt steht der mitten auf der Straße. Böser LKW. Böse. Ich glaube, der LKW kriegt gleich was auf der Hauer. Kriegt gleich was auf den Hintern.
Weil das Dumme ist bei dieser Flycam, das dauert Ewigkeiten, bis die sich bewegt. Bei mir nicht? Bei mir auch nicht. Bei mir dauert das Ewigkeiten, bis die sich bewegt. Deswegen mache ich immer Feststellbremse rein, wenn ich mit der Flycam rumfliege, dass mein LKW nicht einfach losfährt. Warum sind jetzt auch die Rundumleuchten an? So. Ah, der Kollege ist schon an der letzten Kreuzung. Ich bin jetzt über die rote Ampel gefahren, ist mir jetzt egal. Ich will jetzt ja fertig werden. Meine Flycam hat es gesehen. Böse rote Ampel. Wieder egal, wenn wir das dann werden. Lassen wir doch okay verkehrt rum. Nur der Killer hat den Rückwärtsgang. Killer, mach deinen Rückwärtsgang aus, der merkt. Ich hab gar nicht drin. Und jetzt sind denn drin, drinne. Ich war's. Böse, böse, böse. Schraub euch die Dinger gleich aus. ihr könnt mich jetzt dann alle adden, ne? Oder ich add euch schnell dann. Und dann füge ich euch in die Gruppe hinzu und könnt dann in Zukunft ja jedes Mal mitfahren. Jo, mach das. Wenn es die Zeit zulässt. Und wenn ihr wollt, aber das ist freiwillig, könnt ihr euch dann die Lackierung von mir drauf machen. Ich hab eigentlich eine ganz gute drin. Erkennt man mal. Geht mal, da kommt der Andreas. Der hat's geschafft. So, was? Sind wir jetzt nur noch vier Leute nur noch? Ja, die restlichen haben alle verloren. Also. So, Screenshot ist gemacht, dann edite ich euch schnell. Machen wir das auch noch. Zack. Da heißt meine Eiskarte Drift Monkey. So, dann würde ich sagen, sind wir soweit fertig mit dem Chaos-Konvoi mit Megastau und allem drum und dran. Ja. Und ich sage, wir verabschieden uns und sehen uns vielleicht wieder in einem anderen Konvoi. Bis dahin, haut rein, euer Felix von FHK Game Studios und Marcel. Und Eob, ich sage jetzt einmal Ciao und ich sage jetzt bei meinen Leuten jetzt auch gleich dann Ciao. Und bedanke mich mal hier bei euch beim dabei sein und ja.